Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Channel. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute möchte ich dir wichtige Tipps und Tricks zu deinem Mercedes zeigen. Sei gespannt und bleib dran. So, Platz genommen in dem wunderschönen Mercedes, möchte ich dir als erstes einmal gerne ein paar schöne Tipps zu der Klimaanlage zeigen. Oft ist ja die Frage, wie komme ich eigentlich in die Grundeinstellung zurück, gerade wenn ich noch nicht so vertraut bin mit dem Fahrzeug, weil irgendwie ein Freund gefahren ist, ein Bekannter, wie auch immer. Und um diesen Punkt einfach ganz leicht zu umgehen, die Einstellung wieder quasi zu resetten, wir stellen das jetzt hier mal eben kurz um. Klar, so würdest du nie fahren, aber ist jetzt nur mal ein Beispiel. Ihr seht, es ist alles komplett verstellt. Und damit wir wieder in die Grundeinstellung kommen, jetzt fängt die Luft auch ein bisschen an zu zirkulieren, hält man einfach ganz lange die Autotaste und dann merkt man auch schon, okay, das Auto tut was. Und jetzt sieht man direkt, es ist wieder die 22 Grad Zahl eingestellt, sprich die Standardtemperaturen sind wieder hergestellt, auch der Luftstrom auf Automatik umgestellt und auch die Luftführung. Das ist schon mal ein wichtiger und cooler Tipp für deine Klimaanlage. So, als nächsten wichtigen Punkt möchte ich dir gerne die Themenwelten näher bringen. Dazu wischst du einfach im Hauptmenü einmal nach oben. Jetzt sind wir gerade in der EQ-Welt quasi unterwegs, die Anzeigemöglichkeiten sehr puristisch gehalten. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die voreingestellten Standards zurückgehen, sieht man direkt, wie wir quasi wieder in die Mercedes-Benz typische Oberfläche kommen und auch sich die Anzeigemöglichkeiten oder auch die Icons anders verfärben oder anders dargestellt werden. Das ist ein Beispiel aus der Themenwelt. Ansonsten könnte man auch sagen, man möchte selber eine Themenwelt anlegen und könnte dann Fahrprogramme abstimmen. Man könnte zum Beispiel einen Radiosender in der Themenwelt anlegen, der immer voreingespeichert oder voreingestellt sein soll. Oder aber auch die Farbe der ambiente Beleuchtung. Das ist ein wichtiger oder nützlicher Tipp, den ich gerne noch mit auf den Weg geben möchte. Als nächstes möchte ich dir gerne die Schnellwahltasten näher bringen, die sich im Hauptmenü direkt unter den Icons befinden. Wie man zum Beispiel sehen kann, hier bei Thema Navigation könnten wir zum Beispiel hier direkt auf das Haus mit dem Pfeil klicken und der Wagen würde uns dann direkt nach Hause navigieren, hätten wir eine Routenführung eingespeichert oder das Ziel privat hinterlegt. Ansonsten, was noch ganz schön ist, was ja auch bei uns im Innenraum immer für Wohlfühl sorgt, ist natürlich das Thema ambiente Beleuchtung. Und dafür müssen wir nicht erst in die Einstellung oder in die Themenwelt Komfort, sondern könnten einfach über die Schnellwahltaste auf die ambiente Beleuchtung springen und könnten hier dann einmal nach Belieben die Farbe einstellen oder aber auch mehrfarbig animieren. Das geht natürlich auch. Ansonsten, was noch relativ schön ist im Hauptmenü, wir könnten auch bei dem Thema Medien auf unsere Bluetooth-Geräte direkt zugreifen oder auch den Radiosender starten bzw. wechseln. Als nächster wichtiger und cooler Tipp für dich zu wissen, damit du nicht für jedes Update quasi zu uns in die Werkstatt kommen musst, kannst du die Software-Updates automatisch einstellen unter den Fahrzeugeinstellungen. Hierzu springst du einmal in die Systemeinstellung, klickst dann auf Software-Aktualisierung und würdest dann automatische Online-Aktualisierung bestätigen. Dann sieht man hier zum Beispiel auch jetzt blau hinterlegt, sprich die automatischen Updates werden generell vor Start getätigt. Wirst du noch einmal aufgefragt oder aufgerufen, möchtest du die Updates starten, könntest das bestätigen und dann würde der Wagen automatisch die Updates fahren. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil du sparst dir Zeit und musst nicht jedes Mal extra zu uns kommen. Ein spannender, wichtiger Tipp ist natürlich auch den Tageskilometerstand zurücksetzen. Hierzu müssen wir erstmal in die Oberflächen gehen und auf das Thema Reise gehen.
bestätigen mit meinem Touchpad auf dem Lenkrad und wählen dann einmal oben quasi unseren aktuellen Kilometerstand an. Ist hier 5, weil der Wagen Neuwagen ist. Und von Werk bzw. Transport bis hierhin ist er jetzt roundabout 3,5 Kilometer gefahren. Also noch nicht viel. Wir bestätigen oder wählen einmal aus über das schwarze Touchpad, dass wir den Streckenzähler zurücksetzen möchten, bestätigen dann einfach unten auf Ja und somit seht ihr dann direkt einmal hier oben, dass jetzt eine 0 hinterlegt ist und der Tageskilometerstand somit zurückgesetzt ist. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du konntest für dich ein paar wichtige und nützliche Tipps mitnehmen. Ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr die Glocke aktivieren würdet, den Kanal abonnieren würdet und natürlich auch ein Like da lassen würdet. Schaut gerne die anderen Videos auf unserem Kanal an und wir freuen uns auf das nächste Video.